Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr solche kleinen Schmetterlinge nur mit einem Hook oder einer Häkelnadel herstellen könnt. Zu verwenden könnt ihr sie als Anhänger, wieder als Dekoartikel, ihr könnt eine Kette daraus machen. Ja, es gibt viele Möglichkeiten, als Geschenkeanhänger, es gibt viele Möglichkeiten, was ihr damit machen könnt. So, benötigen, dafür braucht ihr einen Hook, eine Häkelnadel oder eines von beiden. Ihr benötigt schwarze Gummibänder und vier verschiedene Farben, wobei von der einen Farbe ihr nur zwei benötigt. Also ihr braucht sozusagen die schwarz für die Flügel und die Fühler, also für den Aufhänger und die Fühler. Ihr braucht für die einzelnen Flügel jeweils vier Farben, wobei hier unten nur zwei benutzt werden, beziehungsweise drei, weil das kleiner ist als oben. So, dann würde ich sagen, fangen wir an. Ihr nehmt als allererstes euren Hook und wickelt ein schwarzes Gummiband drumherum. 1, 2, 3 mal. Dann nehmt ihr ein weiteres schwarzes, zieht das auf das schwarze drüber, in die Mitte, gebt das schwarze aber nicht wie gewohnt mit auf den Hook, sondern ihr nehmt das mit dem Haken und zieht es durch das zweite hindurch. Ihr zieht das ein bisschen fest, dass hier unten ein Knoten entsteht, aber nicht zu sehr, weil das sonst wieder alles aufgeht. So, jetzt nehmt ihr das, dreht es und nehmt euren Haken und nehmt hier unten drei Gummibänder auf den Haken drauf. So sieht das dann aus. Und nehmt ein weiteres schwarzes. Zieht das wieder lang. Zieht die drüber. Und macht es wieder so, dass ihr hier vorne einhakt. Das durch das zweite durchzieht und wieder einen kleinen Knoten macht. Das hier so ein kleiner, ja, kleiner dicker Knoten entsteht. Das wäre nachher hier oben das. So. Das legt ihr jetzt erstmal beiseite. Das braucht ihr später, das eine schwarze auch noch. Und jetzt fangt ihr an, die Flügel zu machen. Ich starte mit Türkis und Türkis wäre bei diesem Schmetterling zum Beispiel das rosafarbene. Ihr legt es drauf, wickelt es einmal drumherum. Und jetzt nehmt ihr diese beiden Schlaufen und zieht sie lang. Zieht sie lang und gebt sie nochmal auf den Haken hin drauf. Dann richtet ihr hier oben das so ein bisschen. So. Jetzt nehmt ihr drei Gummibänder. Ihr nehmt jetzt lila, ihr nehmt grün und ihr nehmt gelb. Diese drei nehmt ihr jetzt, gebt sie auf den Haken und zieht das Türkise hin drüber. In die Mitte, wenn möglich. Und gebt die anderen drei mit auf den Haken drauf
So. Und schiebt sie jetzt hier hinten auf den Hook oder bei eurer Häkelnadel so ein bisschen nach hinten, damit ihr hier vorne wieder Platz habt. Jetzt nehmt ihr wieder ein türkises, wickelt es wieder zweimal drumherum, zieht die beiden wieder lang dreht sie und gibt es auf den Haken drauf, dass er wieder vier Stück hat. Wieder ein bisschen in Form bringen. So, jetzt nehmt ihr nur zwei Gummibänder. Ihr nehmt jetzt ein lilafarbenes und ein grünes. Und gebt das mittlere wieder auf die beiden drauf. Das sind jetzt sozusagen die kleinen Flügel von dem Schmetterling. Macht das wieder so ein bisschen mittig. Und gebt das wieder mit oben drauf. Wieder ein türkises. Zweimal wickeln. Langziehen. Kreuzen und drüber. Jetzt nehmt ihr wieder nur zwei Farben. Lila und grün. Zieht sie hindurch, macht es mittig und gibt das andere Ende mit drauf. In der Mitte sind jetzt sozusagen die beiden kleinen Flügel und außen kommen die großen Flügel. Jetzt machen wir noch einen großen, das türkisfarbene wieder drauf. Zweimal wickeln. Langziehen und komplett drumherum. Jetzt nehmt ihr die restlichen farbigen, lila, grün, gelb. Gebt sie wieder drauf. Und zieht das Türkise hin drüber. Ah, das ist das Grüne abgerutscht. Machen wir es nochmal. Alle drei. Drauf. Drüber ziehen. Und mit drauf. So, jetzt habt ihr hier einige Gummibänder auf eurem Hook. Jetzt nehmt ihr das Schwarze von vorhin, was ihr geknotet habt, gebt es hier vorne drauf und zieht jetzt alle Gummibänder auf den vorderen Teil des Schwarzen. Also nicht über das Schwarze drüber, sondern nur auf den vorderen Teil. Ich mache hier so ein bisschen meinen Finger rein, dann kann man das schöner lang ziehen. Gebe es hier drauf. Und nun ziehe ich alle der Reihe nach drüber. So, jetzt sind sie alle drüben. Jetzt nehmt ihr das Schwarze
Geht hier mit eurem Finger rein in die Mitte oder macht erst den Hook ab. Macht dann euren Finger rein. Mit Gefühl, weil es sonst reißt. Ihr macht das auf, steckt das hindurch, nehmt es wieder hier auf den Finger und das Schwarze muss über diesen dicken, über diesen kleinen Knoten drüber. Also nicht vor dem Knoten ablassen, sondern hinter dem Knoten ablassen. So, ein bisschen ziehen, dann ist er fest. So. Jetzt nehmt ihr den Schmetterling oder das schwarze Band in die linke Hand, zieht es so lang und wenn ihr es zieht, kommt hier unten dieses dünne Bändchen. Und wenn ihr da mit eurem Hook reingeht, also es ist doppelt, es sind zwei Gummibänder hier unten, ihr geht jetzt sozusagen hindurch, dass er auf der anderen Seite rausguckt. So, jetzt nehmt ihr den anderen schwarzen. Es muss jetzt sozusagen der Schmetterling einmal rundherum gerahmt werden, sage ich mal. Ihr nehmt also jetzt das Schwarze und müsst es einmal rundherum von oben und von unten um den Schmetterling legen und hier unten wird es dann verknotet. Also, ihr nehmt es jetzt, so, zieht es da durch. Durch diese Öffnung. So. Gucken, dass ihr das am besten seht. Das oben hier spielt erstmal keine Rolle. Ihr habt jetzt diese zwei Enden. Dieses wird um vorne herum gelegt. Dieses wird hinten herum gelegt. Ihr macht das also jetzt hier hin. Dreht den Schmetterling und macht das, was ihr auf dem Hook habt, noch hier hindurch, dass sie sich unten treffen. Jetzt gebt ihr den Hook durch das Gummiband und zieht das Schwarze wieder durch das Hintere. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Ihr zieht das jetzt hindurch. Und macht es hier unten straff ziehen. So. Hier oben haben wir den Aufhänger. Jetzt ist das durch das Ziehen hier so ein bisschen, ab und zu passiert das. Hat sich das ein bisschen vergrößert. Dann nehmt ihr jetzt einfach das Gummi und schlingt es noch mal so um sich rum und macht noch mal einen Knoten rein. Und einmal hindurch. Und dann habt ihr wieder diesen kleinen schwarzen Knoten, den ihr benötigt. So. Hier unten haben wir es auch. Jetzt gebt ihr die Flügel noch ein bisschen in Form, dass das Türkise auch mittig ist. Und dann wäre auch schon euer Schmetterling fertig. In verschiedenen Farben kann man ihn gestalten. So, ich hoffe, das Tutorial ohne Rainbow Loom, sondern nur mit einem Haken oder einer Häkelnadel hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Video. Tschüss!